Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch. Jetzt mit dem Ton ein bisschen lauter. Ich musste bei Windows kurz einstellen von 88 auf 100. Dadurch haben wir jetzt einen höheren Pegelausschlag und sollte nun passen. So, leider ein paar Folgen etwas leise. Ja, bitte schon entschuldigen, wenn ich zu hören gewesen bin, schlecht zu hören war. Ja, wir machen jetzt weiter und Mais. Der Düngefahrzeug ist fast durch. Dann mach noch einen Rest, mehr oder weniger. Hoffe, dass die Lenkung jetzt hier funktioniert, weil ich draußen war. Speichern, ne? Ich muss die Mods runternehmen. Ja, speichern, das ist mal ungünstig. Aber ich wollte hier ganz kurz rüberspringen. Es könnte auch an Shredder Cage liegen. Ne? Also, habe ich nicht gelöscht vorher von der Thüringenkarte. Könnte, muss aber nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt. Hier muss auch gepflügt werden. Na gut. Das schaffen wir dann auch noch. Das soll kein Problem sein. Das sind kleine Felder. Da geht ein Traktor, ein Gerät und geht schon. Ne? Wir haben ja erst früher Herbst, also wir haben noch genug Zeit. Die Maisfelder müssen so gepflügt werden. Ja, ansonsten halt im Frühjahr halt, ne? Im Frühjahr muss ja auch noch die Aussaat gemacht werden für Soja, für was ich jetzt so geplant habe, Soja, Mais im Frühjahr so oder so. Das heißt, in dem Falle würden wir dann im Frühjahr pflügen, wenn wir es im Herbst nicht mehr schaffen würden. Aber ich gehe von aus, dass wir es schaffen, also da wir ja noch 4 Tage Zeit haben und wenn im Winter kein Frost ist, können wir auch im Winter pflügen. Schauen wir mal, wie es Wetter wird, ne? Ist ja oft der Fall, dass auch im Winter mal kein Frost ist. Siehe aktuell. Wir haben hier zwar ein bisschen Frost nachts, aber das ist ja nicht der Rede wert. Also. Das ist ja nicht so, dass ein Boden reingeht, also was länger Zeit so ist. Aber nichts Außergewöhnliches, dass Januar mal mild ist. Das hatte ich als wo ich Kind war auch gehabt, dass Winterprinzip praktisch kein Schnee gefallen ist oder geschweige Frost war. Es war halt so, ne? Also das ist nichts, vielleicht ist es jetzt häufiger, ja okay, aber viele behaupten, es ist der Mensch, ja, ich sag mal, alles können wir sein, aber nicht um das Klima, das ist mir so klein zu. Denn wenn es so wirklich so wäre, dann würden sie sofort die ganzen Dinge, was wir zum Leben nicht brauchen, sofort verbieten. Und das tun sie ja nicht. Also, es darf noch jeder in Urlaub fliegen, es darf noch ja, es geheizt werden, ne? Es darf noch Auto gefahren werden und ja, und es finden Sportveranstaltungen statt. Also man muss sagen, was die da durch die Welt reisen, ich meine nicht nur Fußball und so. WM, dann fliegen die durch die halbe Welt, dann die Fans hinterher und so. Ja, na, wenn das wirklich so gravierend wäre mit dem Klima, mit dem CO2, dann würde ich da sofort sagen, du, das fällt jetzt in Zukunft aus. Ne? Aber das geschieht ja nicht, weil sie genau wissen, dann haben die Menschen Zeit, sich zu informieren und zu klar zu machen, wo es herkommt. Ne? Und dann wissen sie sofort, oh, jetzt nachher, das ist, hat andere Gründe, ne? Da stehen Interessen dahinter, also. Große Konzerne, die Arbeit haben wollen, zum Beispiel. Die Autoindustrie, die freut sich, oh, jetzt verschrotten sie alle ihre Diesel und kaufen sie alle Stromautos. Und wir können wieder ein Geschäft machen. So kann ein Auto ja 10 Jahre fahren. Und die Vierer, die Euro 5 haben, die waren oder Euro 6, die nicht mehr fahren dürfen. Das waren ja oder sind ja alles Top-Autos, ne? Also. Und die sind ja 3-4 Jahre alt, die sind ja normalerweise noch einige Jahre auf dem Markt, ne? Ja. So ein Blödsinn. Und so ein Auto kostet ja nicht gerade wenig, ne? Also. So.
So, Dünger ist auch fertig. Gut. Wer muss getankt werden? Na, das schaffst du doch noch, ne? Dünger wird knapp. Müssen wir drüben holen. Na, so. Ja, Mais, 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 ne? Wieder Motor starten, haben wir gerade ausgemacht. Nicht ausgemacht. Ja. Da sind wir wieder. Aber ein Tempomat rein, ne? Braucht noch lenken. Dann werde ich mal morgen schauen, dass wir den zweiten Rechner bereit machen und irgendwie hier hinstellen. Ich weiß auch nicht genau wie, aber irgendwie. Ich will es mal probieren. Ja. Aber da muss ich auch Lust und Laune zu haben, mal sagen, mal sehen. Links vielleicht, hier links von mir. könnt ihr nicht sehen, aber es ist kein Platz. Oder rechts. So. Ich habe ja auch schon den Monitor gesehen. Ja, 1200 Euro. Gibt ja auch einige, die kosten 4000, ne? Das ist schon Jenseits von Gut und Böse, also. Aber da muss ich mir echt überlegen, also das schaue ich mir erstmal zum Sommer hin, wenn überhaupt. Stell dir mal vor, ich müsste hier Steuern zahlen, wenn ich Einnahmen hätte, irgendwann mal. Theoretisch, lass es nur wenig sein. Und dann würde ich hingehen zum Finanzamt. Du, ich habe hier Ausgaben für Betriebsausgaben gehabt, muss man leider absetzen. Ja, da könnten einige 10.000 zusammenkommen, theoretisch, wenn man es wollte. Da oben ist keine Grenze gesetzt, also von der Rechner her und so, oder Monitore, die kosten ja schon Schweinegeld. Die Top-Rechner, also Top-Monitore und so, ne? Von der Größe her, von der Herzanzahl und so. Also da geht es da oben keine Grenze. Also da kann es schon locker. Oder hier so ein Fahrsimulator, hab ich mal gesehen. Das Gestell an sich kostet 10.000 Dollar, damals haben sie geschrieben. Da gab es so ein Video dazu drinne, wie ja, das Ding bewegt sich nach links und rechts, hoch und runter. Ich glaube, das würde hier gar nicht reinpassen. Aber wenn ich ein Rentner bin in 15 Jahren, da kann man sowas drüber nachdenken. Oder lange hin. Und bis dahin kann da viel passieren, ne? Also von Technik her, meine ich jetzt.
3D-Brille zum Beispiel oder hier mit VR zum Beispiel, ist ja auch interessant. Mein Problem ist nur, ich weiß nicht, wie man das Ganze dann steuern könnte. Ne? Wenn man, schwierig. Weil man muss ja zu viel Tasten dann blind ertappen und ertasten, das wird ja nichts. Ne? Rein fahren, das mag ja noch funktionieren, aber als andere wird schwierig. So, da hinten ist er irgendwo, ne? Ja, habt ihr dann doch noch immer lang hier. Ich habe schon VR probiert, aber für LS geht's nicht. Die Steuerung ist einfach zu kompliziert. Da kriegen wir nicht hin. Das wird man nebenbei abkippen, die Tasten finden, das ist ja Glücksspiel. Zwei Tasten treffen, ne? Eine mal noch vielleicht funktionieren. Durch Zufall, ne? Aber man könnte sich was raufkleben, weiß ich hier. Blindenschrift zum Beispiel, da wäre ja theoretisch was möglich, aber muss man auch mal können, ne? Das ist ja auch Grenzen gesetzt, also zu viele Tasten. Na, das funktioniert noch nicht. Und eine gute VR-Brille kostet ja auch schon 1.000 Euro, ne? Also aufwärts. So, bin mir da. Kann weitermachen. So, mal gucken. Dünger 11%. Ja, mag vielleicht reichen. So, wir rechnen jetzt noch 2 Folgen. Na ja, schau ich noch. Dann müsste die ganzen Videos zur Hälfte kopieren auf eine andere Festplatte, auch extern, und dann entsprechend die andere Hälfte für einen anderen Rechner nehmen. Wenn das funktioniert, könnte ich 50% der Zeit einsparen beim Rendern. Das wäre viel. Also pro Video ungefähr 15 Minuten ungefähr. Je länger, umso länger dauert das. Also bei 7D2D locker eine halbe Stunde pro Video. Ja, dann wäre das hier bei 14 Folgen knappe, ja, gut 2 Stunden. Das ist nur eine, ne? Das wäre eine Erleichterung, zeitmäßig. Und der Rechner ist ja da, der zweite, der ältere, immer so, ne? Ganz vorsichtig. Zum Rendern wird die Leistung auch noch reichen. Na, mal sehen, wie ich den besten hinstelle. Geht ja um den Monitor. Tastatur würde ich ja noch hinkriegen und Maus. Mit Monitor wird schon. Naja, müsste ich hier rechts neben mir. Dann würde ich hier am Rechner einen wegnehmen. Und dann würde ich hier theoretisch auch OBS über Dings laufen, den zweiten Rechner. Mal sehen. Das ist ja alle mein Plan dabei. Und dann könnten wir hier in der Leistung ein bisschen höher gehen. Ohne dass wir Angst haben, dass OBS Aufnahmen Lags hat, ne? Also das ist dann nicht so ideal. Also wir kriegen was rein hier im WGH Silo. Na? So, das war's wieder für heute. Ich sag mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Ja, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön fürs Reinschauen und Tschüss.